Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich zeige euch heute die Partie Rheinisch gegen Traxler aus dem Jahre 1890, also nicht mehr ganz frisch, aber es ist so eine der beliebtesten und auch bekanntesten Partien, die es gibt im Schach. Denn Traxler hat hier in einer Partie eine Novität gespielt. Novität ist eine Neuerung in der Öffnung. Ein neuer Zug, eine neue Idee. Und er hat eine Novität gespielt. Und hat damit sein Gegenüber Rheinisch vernichtend geschlagen in einem tollen Spiel. Und das war so beeindruckend, das ist dann als Traxlers Gegenangriff in die Eröffnungstheorie eingegangen. Und das wollen wir uns anschauen. Wir werden dabei auch so ein bisschen noch reden über die preußische Eröffnung, über den Figatello-Angriff, aber lasst uns mal anfangen. Kurzer Blick, das können wir noch machen. Das war Karl Traxler. Gar kein Profi, sondern ein Schachamateur, aber ein sehr starker, der auch sehr bekannt wurde als Schachkomponist. Also hat wirklich viele Mattaufgaben sich ausgedacht. Also ein ganz, ganz interessanter Spieler. Und wir schauen uns das Ganze an aus der Sicht von Schwarz. Weil der Traxler Gegenangriff ist aus der Sicht von Schwarz. Aber ich möchte auch ein bisschen was sagen zu Weiß, weil hier ein paar interessante Ideen reinkommen, die für euch vielleicht auch als weißer Spieler interessant sind. Ich möchte euch Geschmack machen auf diesen Gegenangriff, den vielleicht mal auszuprobieren. Ich möchte aber auch genauso gut euch zeigen, wie man sich am besten dagegen verteidigt. Weil der Traxler Gegenangriff ist schon so ein bisschen dubios. Wenn der Gegner sich auskennt, sollte man es vermutlich, sagen wir mal, in langen Partien nicht unbedingt versuchen, aber wir schauen mal. So, wir sind in der Königsbauernöffnung und Königspringeröffnung, ganz normale Entwicklung und das ist die italienische Öffnung. Im deutschen Sprachgebrauch spricht man eigentlich erst nach Läufer C5 von der italienischen Öffnung. Finde ich nicht so logisch, weil Öffnung ist ja immer aus Sicht von Weiß. Und warum bestimmt jetzt Schwarz, welche Öffnung das ist? Schwarz bestimmt, welche Verteidigung es ist, aber ja nicht, was für eine Öffnung ist. Im Englischen ist das auch Italian Game und das wäre den Giacopiano. Und deshalb wundert euch nicht, wenn ich da vielleicht nicht ganz genau bin und hier schon immer von Italienisch rede. Der beliebteste Zug ist aber Läufer C5, hier für Schwarz. Es gibt aber eine Alternative und das ist das Zwei-Springer-Spiel im Nachzug oder Zwei-Springer-Verteidigung, Springer F6. Es gibt ja auch das Zwei-Springer-Spiel für Weiß. Weiß zieht an, Weiß fängt an und deswegen sagt man hier Zwei-Springer-Spiel im Nachzug. Und dieser Zug gibt jetzt Weiß eine Möglichkeit, die sehr interessant ist. Und das ist Springer G5. Normalerweise sagt man ja in der Öffnung, es geht darum, Figuren zu entwickeln. Leichtfiguren, Rochade machen. Man sollte keine Figur zweimal ziehen, das ist ein Tempoverlust. Man sollte auch nicht Bauern durch die Gegend ziehen. Aber hier ist das eine ganz interessante Idee, denn wie verteidigt denn jetzt eigentlich Schwarz diesen Bauern? Ich meine, hier droht ja auch die Gabel, wenn der Springer reinkommt. Soll man jetzt mit der Dame weggehen? Na gut, da haut der Springer trotzdem rein. Turm ist angegriffen, er geht weg, der Springer geht raus. Man hat wieder einen Angriff auf den Turm. Also es gibt für Schwarz keine Möglichkeit, den hier wirklich zu schützen. Und diese Spielweise hat man früher auch preußische Partie genannt. Es ist eigentlich auch nicht. Also ich nenne es immer den Figatello-Angriff, obwohl das auch nicht Figatello hier ist, sondern es ist bloß hier die Hoffnung, in den Figatello-Angriff zu kommen. Und da mal nebenbei jetzt mal angemerkt, diese ganzen Bezeichnungen, eigentlich total egal.
Ihr braucht nicht wissen, ob das jetzt hier zwei Springer spielt im Anzug oder im Nachzug oder preußische Partie oder Fegatello oder was weiß ich ist. Das sind so bloß so Bezeichnungen zum, wo dann Leute mit angeben, die es kennen und dann irgendwie mit ihrem Schachwissen prahlen. Vergesst das, total unwichtig. Merkt euch die Züge, merkt euch die Stellung und nicht, wie jetzt was heißt und wie es anders heißt und sowas. Wen kümmert das? Gut, man kann den Springer nicht wegnehmen, man kann den Läufer nicht wegnehmen, man kann den Bauern nicht schützen, was soll man machen? Na, wenn man den Zug nicht kennt, hat man es hier schwer, den besten Zug zu finden. Wenn ihr noch überlegen wollt, macht immer Pause. Ich zeige es jetzt mal. Man muss die Verbindung unterbrechen zu den Bauern. Jetzt kommt der Läufer nicht mehr an diesen Bauern ran. Das heißt, jetzt ist er wieder im grünen Bereich hier, weil nur der Springer drauf ist. Und wenn jetzt Weiß sagt, okay, ich nehme den mit dem Läufer und drohe hier wieder was, dann kann ich den einfach wegnehmen. Und jetzt ist eben hier der Springer angegriffen durch die Dame. Das heißt, wenn er jetzt hier auf die Idee kommt, schlage ich hier den Springer mit der Dame und schlage hier oben weiter und habe Spaß. Das heißt, mit dem Läufer geht nicht. Weiß muss mit dem Bauern schlagen. Und jetzt ist die Frage, was macht Schwarz? Und weshalb ich diesen Zug Figatello-Angriff nenne, ist, weil man sich die Figatello-Variante erhofft, wenn man das spielt. Weil die ist sehr interessant für Weiß. Wenn also jetzt Schwarz sagt, okay, ich schlage diesen Bauern und greife gleichzeitig noch hier den Springer an, dann kann man den Figatello-Angriff spielen. Und der ist dann hier, Springer schlägt F7. Und da sagt er, okay, soll das jetzt? Den nehme ich einfach weg. Aber jetzt kommt die nächste Figur ins Spiel. Und hier sollte jetzt, wenn der König zurückgeht, ist das alles schlecht. Müssen wir uns im Detail nicht anschauen. Geht hier ja um ein anderes Thema. Aber die einzige Chance, jetzt wirklich noch diesen Springer hier zu verteidigen und das Spiel ausgeglichen zu halten, ist, König geht nach E6. Und daher rührt der Name. Fegatello ist, auf Englisch heißt es Fried Liver Attack, also gebratene Leberangriff. Und Fegatello ist auf Italienisch ist gebratene Schweineleber. Das heißt, die wurde früher, weil Leber ja schnell anbrennt, in einem Netz über den offenen Feuer gehängt, damit es nicht direkt Kontakt hat mit dem Feuer und verbrennt. Und der König ist jetzt sozusagen hier in der Mitte im Netz gefangen und Weiß erhöht immer mehr die Temperatur und brät ihn da. Das heißt, jetzt wird es ganz schwierig. Hier kommt noch ein Bauer, dann kommt die Rochade, dann kommt der Turm rein und der König steht hier in der Mitte in seinem Figatello-Netz. Das heißt, das kann mit sehr guten Theoriekenntnissen Schwarz noch irgendwie halten. Aber ganz schwer. Also das ist sehr angenehm für Weiß zu spielen. Das ist der Figatello-Angriff. Und darauf hofft man eben, wenn man hier mit dem Springer schon reingeht, auf so etwas. Also erstmal hofft man, dass das Schwarz vielleicht hier diese Gabel übersieht und nichts tut. Aber wenn er den richtigen Zug kennt, D5, dann hofft man, dass er hier schlägt. Dass man dieses interessante Opfer hat. Diese Stellung wäre übrigens die preußische Partie. Also D5 und Bauer schlägt D5. Das wäre sozusagen die preußische Partie. Das heißt, wenn das so gefährlich ist für Schwarz, was ist denn hier der beste Zug? Der beste Zug wäre hier Springer A5. Greift den Läufer an. Der Läufer wird hier Schach sagen. Dann können wir es dazwischen stellen. Und jetzt vertreiben wir den Läufer. Der Läufer sollte nach D3 gehen oder vielleicht auch nach E2. Weiß kann es auch komplizierter machen und Dame F3 spielen. Und hier kann man sogar tatsächlich nehmen als Schwarzer, verliert den Turm. Die Dame haut wieder ab. Und jetzt hat man tatsächlich einen Bauern geopfert und die Qualität. Aber die weißen Figuren stehen alle hinten rum.
und die Schwarzen kommen alle ins Spiel. Und das ist schon so anerkannt als spielbar für Schwarz. Aber wollt ihr sowas in einer klassischen Partie unbedingt spielen? Nach 10 Zügen schon die Qualität verloren und ein Bauern? Schon schwierig, oder? Aber dieses Risiko geht man ein, wenn man quasi hier den Besten zuspielt, D5, und dann eben nicht zu schlagen, nicht in die Figatello-Falle so ein bisschen zu geraten, sondern hier den Läufer anzugreifen. Und diese Stellung ist natürlich schon ziemlich wild. Wenn ihr das so spielen wollt und ihr wollt das ein bisschen seriöser haben oder nicht ganz so eine wilde Stellung, dann hätte ich den Tipp für euch, spielt hier an der Stelle, wenn der Schach kommt, nicht den Bauern dazwischen, sondern spielt den Läufer dazwischen. Und dann bleibt alles so ein bisschen ruhiger und geschlossener. Ihr opfert nicht die Qualität und macht Druck auf den Bauern, holt euch den irgendwann zurück und dann kann man das spielen. Also das wäre so der Tipp, wenn ihr sagt, so will ich spielen, aber nicht ganz so wild. Das heißt, was Traxler sich überlegt hat, war, wenn ich in diese Situation komme und dieser Zug eventuell in solch eine schwierige Stellung führt, gibt es nicht eine Alternative? Und auf die Idee war im Grunde vorher noch keiner gekommen. Denn es gibt eine Alternative. Und diese Alternative ist ein bisschen riskant, aber sie ist auch ziemlich brillant. Und das ist in dieser Stellung der Zug Läufer C5. Und das ist der Traxler Gegenangriff. Das heißt, ich ignoriere alles, was hier unten droht und entwickle einfach mal eine Figur. Weiß schlägt jetzt, klar, ich meine, Bauer und eine Gabel, was will man mehr? Und jetzt kommt eben die Überraschung, die sich der Traxler überlegt hat und in die der Rheinisch komplett reingelaufen ist. Und das ist, wenn du hier reinschlägst, schlage ich auch mal rein. Und das ist natürlich jetzt wild. Und wenn man das jetzt auf dem Brett hat, also da möchte ich nicht der Rheinisch gewesen sein, wenn man das hat. Denn was macht man hier? Also Rheinisch hat geahnt, okay, der Traxler, das ist mir nicht geheuer. Das nehme ich nicht an, da gehe ich mal mit dem König weg. Und ich verrate nicht so viel, wenn die Partie bald zu Ende sein wird. Das heißt, was wäre erstmal so logische Züge? Logische Züge wären natürlich, okay, wenn der Läufer sich da opfert, nehme ich den doch einfach weg. Was soll so schlimm sein? Na, schauen wir uns mal an, was so schlimm ist. Jetzt kommt ein Schach. Und plötzlich ahnen wir, was so schlimm ist. Wenn da so viele rote Pfeile sind, kann das ein bisschen problematisch sein. Das heißt, der König steht jetzt hier auf dem Präsentierteller, kriegt das Schach. Als nächstes kommt die Dame hier rein, droht schon Matz und sonst was. Der Springer kann hier reinkommen. Wenn Weiß nicht dazu kommt, den Turm zu schlagen, weil er hier auf das Schach reagieren muss, dann kann der Turm rüber, hat die offene Linie. Äußerst brenzlig. Also äußerst brenzlig, das zu spielen. Sehr, sehr gefährlich. Was geht noch? Was ist der beste Zug? Der beste Zug, den man hier als Weißer spielen kann, ist König F1. Also nicht schlagen, sondern einfach den König rüber zu spielen. Aber jetzt rettet sich erstmal die Dame. Weiß muss irgendwas schlagen, sonst hat sich das der ganze Angriff nicht gelohnt. Er nimmt den Turm. Und jetzt kommt ein toller Zug, der auch schwer, also wenn ihr drauf kommt, versucht es ruhig mal. Überlegt euch, wenn ihr was opfert, müsst ihr angreifen. Und wenn ihr angreift, braucht ihr so viele Figuren wie möglich. Welcher Zug bringt noch eine Figur in den Angriff? Schon zu viel Tipp? Der tolle Zug hier ist D5. Greift den Läufer an, greift den Bauern an, er schlägt
Und jetzt kommt der Springer rein. Und jetzt kann dieser Läufer hier ins Spiel kommen. Die Springer sind hier schon im Spiel. Die Dame kommt ins Spiel. Und alle schwarzen Figuren stehen irgendwo am Rand rum und tun gerade nichts. Und der König muss um sein Leben zittern. Das ist die beste Variante für Weiß. König F1. Weil ihr habt als Weiß einen Turm gewonnen. Ihr habt einen Bauern gewonnen. Wollt ihr das spielen? Also da muss man als Weißer schon sehr, sehr gut vorbereitet sein, um das zu halten. Auch in einer klassischen Partie. Aber Computer und Computer Engines sind gnadenlos. Die sagen hier, ja, plus eins kann man noch was für Weiß. Wir hatten einen Turm gewonnen. Material ist Material. Aber wir sind Menschen und wir müssen das spielen. Also jede Blitzpartie mit dieser Stellung, gute Nacht für Weiß. Man muss viel zu lang überlegen, man muss alle Drohungen bedenken. Und Schwarz ist ja vorbereitet. Ein Traxler hat sich das vorher angeschaut, der war vorbereitet, der wusste, was er tut. Und der arme Rheinisch ist hier reingelaufen. Das heißt, wenn Weiß hier schlägt, wenn ihr jetzt Weiß seid und ihr begegnet diesem Zug, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr euch diese Stellung zutraut oder ob ihr euch diese Stellung zutraut. Wenn ja, habe ich nichts gesagt. Wenn ihr aber ein bisschen Zweifel habt, wenn ihr das so seht, dann könnte man sich überlegen, brauche ich so viel Aufregung? Brauche ich wirklich so viel Aufregung? Oder gibt es hier nicht auch eine Alternative? Einen sicheren Weg zu spielen für Weiß. Den verrate ich euch gleich. Jetzt gucken wir uns die Partie an. Zu Ende. Ist ja nicht mehr so lang. Also, Rheinisch hat den Bauern genommen und die Gabel. Und jetzt kam eben die Überraschung, schlägt zurück. Weiß ahnt hier, dass was nicht stimmt und ahnt, dass Schwarz vorbereitet ist. Und da ist es durchaus eine gute Idee zu sagen, okay, ich nehme solche Opfer nicht an, weil der Gegner weiß genau, was er tut. Also versuche ich mal auszuweichen. Jetzt kommt der Springer rein mit Schach. Weiß möchte weiterhin hier nicht schlagen, weil dann eben hier das nächste Schach kommt und die Dame ins Spiel kommt. Das heißt, er ahnt, dass das zu gefährlich ist und versucht jetzt clever wegzurennen mit dem König. Das heißt, er gibt jetzt Fersengeld. Hier kommt der nächste überraschende Zug. Sehr überraschender Zug. Und diese Züge sind es auch, die diese Partie einfach so spannend und so interessant machen. B5. Puh. B5. Bauer ist durch den Springer gedeckt. Aber die Dame hängt ja. Was passiert denn, wenn Weiß die Dame schlägt? Dann kommt hier das Schach. König schlägt. Und jetzt kommt der Läufer hier ins Spiel. König muss weg. Jetzt gehen wir nochmal ein Schach. König nochmal weg. Und jetzt ist die weiße Dame auch verloren. Plus der Springer, der hier nicht mehr rauskommt. Das heißt, hier steht jetzt Schwarz klar auf Gewinn. Das hat Weiß gesehen oder geahnt. Das heißt, er hat nicht die Dame geschlagen, sondern erstmal den Läufer in Sicherheit gebracht. Und jetzt kommt die nächste Überraschung. Also es ist wie der reine Schatz wirklich so von links und rechts um die Ohren gekriegt. Der Springer haut rein. Der Springer hängt.
die Dame hängt. Also hier hängt jetzt sozusagen alles. Was ist, wenn der König hier schlägt? Dann geht er tatsächlich matt. Wenn ihr mal grübeln wollt, also mit den Figuren, die hier sind, schafft ihr kein Matt. Ihr braucht wieder eine Figur mehr. Das war so als Tipp und jetzt zeige ich es. D5 Schach. Wenn er denkt, er könnte den Bauern mit, was weiß ich, mit dem Läufer wegnehmen, dann kommt jetzt plötzlich hier der weißfältrige Läufer von Schwarz ins Spiel. König muss schlagen, die Dame kommt ins Spiel, König geht weg. Abzugsschach. Der König hat keine Felder mehr. Das heißt, er muss rüber und geht hier matt. Wenn er sagt, ich schlage einfach mal mit dem König, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil er jetzt offener steht. Aber er geht wieder matt und zwar schneller. Habt ihr es schon? Ich zeig's. Der Springer kann hier einfach Schach sagen. Der König hat wieder nur ein Feld, wohin kann. Und jetzt ist er matt. Mitten auf dem Feld, weil einfach zu viele schwarze Figuren alle im Angriff sind. Und die Weißen tun nichts. Haben wir noch eine Möglichkeit übersehen? Na gut, der König kann auch zurück. Klar. Das geht auch. Das Feld hat er auch noch. Aber jetzt kommt eben die nächste Figur rein mit Schach. Er muss weg. Seht ihr, wie es weitergeht? Ja, ich glaube nicht. Schwierig, ne? Man guckt da, wie geht es denn hier jetzt weiter? So gar kein Matt. Es würde schon matt werden, wenn dieser Springer hier nicht stehen würde, weil dann könnte der Läufer reinkommen. So muss man sich das überlegen. Man muss sich im Grunde überlegen, welche Figuren habe ich und kann ich damit ein Matt aufbauen. Aber es stört dieser Springer. Der muss weg. Und jetzt habt ihr vielleicht den Zug doch gefunden. Der Springer sagt Schach. Schach ist inzwischen zwingender Zug, darauf muss man reagieren. Die Dame nimmt den, aber jetzt ist das Feld freigeräumt für den Läufer. Und jetzt kriegt er hier einen Schach nach dem anderen und ist matt. Also da hat Traxler lange in der Studierstube am Schachbrett gesessen. Das war sicherlich nicht alles am Brett gefunden, das war vorbereitet, vieles auch. Gut. Hier hat er jetzt, weiß aber, also er hat es wahrscheinlich schon gesehen, was droht, wenn er mit dem König hier wieder in die Mitte geht. Aber er hatte ja irgendwo gesagt, irgendwo ist auch mal Schluss, Traxler, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt nehme ich die Dame. Bloß das wäre jetzt ein Matt. Also was das Matt abgewehrt hätte, wäre hier noch so ein komischer Zug wie Springer D6. Aber ich meine, wir sind hier 1890. Da gab es noch keinen Stockfisch. So, jetzt ist die Dame weg. Wie geht's weiter? Es kommt das nächste Schach, weil dieser Springer hat ja überlebt. Und jetzt müssen wir immer schauen, welche Felder sind weg, welche sind noch da. Hier ist noch eins. Also es gibt nur einen Zug. Wie geht's weiter? Jetzt kommt wieder eine Idee von vorhin, dass man sagt, dieses Feld hier brauche ich. Das heißt, hier kommt jetzt der Springer raus und gibt dieses Feld frei. Sagt Schach, die Dame nimmt. Jetzt kann der Läufer das Schach geben. Wir sehen wieder. Hier kommt er überall nicht raus. Das heißt, er muss weiter rüber. Das nächste Schach kommt. Wenn der König denkt, ich hau nach hinten ab, dann geht er matt. Geht also nicht, er muss also schlagen.
Jetzt kommt der Läufer hinterher. König schlägt. Und jetzt, um den Gegner nochmal zu ärgern, nimmt man nicht die Dame, sondern stellt sie noch davor mit einem Lächeln. Der König geht weg. Springer sagt das nächste Schach. König geht weg. Also wenn der hier König nach A5 geht, ist er so matt. Lassen wir ihn einfach mal nach A4 gehen, damit es ein bisschen länger dauert. Naja, so viel länger ja auch nicht. Das war die Partie Springer A4. Er kann nur den Springer schlagen. Und jetzt gibt es ein schönes Matt. Also erstmal Dame geopfert, Springer geopfert, dann die Dame noch nicht mal zurückgeschlagen und dann auch noch mit dem Bauern matt setzen. Also, ja, jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum diese Partie so beliebt ist und so auch bekannt ist. Und dieser Zug Läufer C5 eben auch so einen Knalleffekt hatte und dann das Opfer oben. Das heißt, gehen wir mal zurück. Wenn Weiß hier die Öffnungsgrundregeln missachtet und sagt, ich ziehe eine Figur zweimal, dann muss er seine Hausaufgaben wirklich gut machen. Dann muss man wirklich seine Hausaufgaben gut machen, damit man weiß, wie man auf solch einen Zug reagiert. Das heißt, damit müsste man sich dann einfach beschäftigen. Man muss sich mit D5 beschäftigen als Weißer. Und man muss sich damit beschäftigen, was ist hier mit dem Traxler-Gegenangriff? Was mache ich dann? Und da wollte ich euch einen Tipp geben zum Abschluss. Man muss nicht immer die beste Variante spielen. Also wenn die beste Variante das ist oder die beste Variante das ist, dann muss man sich wirklich mal ehrlich sagen, will ich das? Will ich dieses Risiko eingehen, solch eine Stellung zu spielen? Vor allen Dingen in Blitzpartien, aber natürlich auch im klassischen Schach. Will ich das wirklich zulassen, dass ich mich auf das Gebiet begebe, das mein Gegner vorbereitet hat und kennt? Und mein persönlicher Tipp hier ist, was ich euch empfehlen würde gegen gegen den Traxler Gegenangriff, wäre, spielt safe. Und was ist die Safe-Variante? Die Safe-Variante wäre, schlagt mit dem Läufer. Gebt das Schach. Der König muss jetzt irgendwo hingehen. Er wird nicht nach F8 gehen, weil auf diese halboffene Linie will er ja seinen Turm haben. Das heißt, der König wird nach E7 gehen. Und jetzt geht ihr einfach wieder mit dem Läufer ganz zurück. Schwarz wird entwickeln und ihr macht die Rochade. Und jetzt habt ihr immer noch einen Bauern mehr. Jetzt habt ihr einen Bauern mehr und habt einen sicheren Vorteil. Und vergleicht mal diese Stellung mit der. Und dann entscheidet, was ist das Beste für euch. Hier waren jetzt ein paar Ideen für Weiß drin. Gegen diese zwei Springer-Verteidigungen zu spielen, zum Beispiel auf den Figatello zu gehen oder auch diese Geschichten, wenn Schwarz D5 kennt, wie man dann fortsetzt. Hier waren ein paar Sachen für Schwarz drin. Ideen mit dem Traxler Gegenangriff. Es ist spielbar, keine Frage. Und ich überlasse es euch, es auszuprobieren. Wenn ihr es schon kennt und wenn ihr es schon ausprobiert habt, teilt euer Wissen, schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen zu hören von euch, was eure Geschichten sind zum Traxler Gegengambit. Das war es für heute mit Eröffnungstheorie und mit einer tollen Partieanalyse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.